Also das Schwierigste ist das Zählen, weil ich mich immer verzähle. Jetzt bin ich bei 11. Man muss laut zählen. 11, immer noch 11. Mal kurz überlegen, was brauche ich? Der schlimme Spruch fällt über die Ohren ziehen. Was ist das Grüne? Das ist die Galle. Oh. Ja, die ist bitter. Also wenn die kaputt geht beim Rausschneiden, dann kannst du die Leber wegschmeißen. Ja, Leonie, wie war das? Also nicht schlimm, aber irgendwie ist ein bisschen... Ich glaube, ich habe noch nie das gesehen, wie ein Tier geschlachtet wurde, aber das wird dann ganz schnell sehr abstrakt. Also ich lege es immer einen Tag vorher ein. Entweder in Buttermilch oder in Rotwein. Mit Zwiebel und Knoblauchzehe rein. Und dann über Nacht liegen lassen. Dann wird es etwas geschmacklicher. Und dann anbraten. Ja. Das sieht aus wie Kunstblut. Ja, mit denen kann man auch nichts machen, nee, oder? Nee. Okay. So, das war's. Einer. Babys sehen schon immer süß aus. Ne? Ja, die sind jetzt 4 Wochen. Und das reinsetzen. So. Noch mit dazu, die Suppe. Und dann ist er fertig eingepackt zum Mitnehmen. Super. Super. Ja.
So knapp 3 Kilo hat er. New York Cheesecake mit diesen Dingern. Ja, das sind jetzt genauso wie Blaubeeren. Ja. Das ist ja eigentlich das. Aber Blaubeeren sind süßer. Ja, ja. Ja, ja, ja. Gucken wir mal hinten. Ach, das ist ja doof ohne Bilder. Kaninchen vorbereiten wie Hase Nummer 313. Das machen wir nicht. Nee, damit höre ich jetzt sofort auf. Eine Italienerin. Du gehst halt am einfachsten. Ich merke das ja, wenn Leute so Handgriffe drauf haben. Ich habe es leider immer überhaupt gar nie drauf. Also wenn man so fertig. Das Gericht ist ein bisschen grob. Also heute Morgen hat er noch gelebt und hat gedacht, er hat ein schönes, zufriedenes Hasenleben. Das hat echt so eine komische Form noch, gell? Ja, wie ein kleines Baby. Okay. Kann man ja fast nicht. Das ist schon. Da ist ja noch was drin, Zeug. Soll das da. Achso, das ist. Das Herz. Jetzt fängt's an. Jetzt muss man entspannt sein. Da merkt man dann, dass man erwachsen ist. Wenn man dann trotzdem weitermacht, obwohl man diese große Frustration in sich spürt. Also ich stelle mir vor, dass ich mit Leuten zusammenwohne, die ich alle mag, mit mehreren Leuten. Also nicht nur in einer Kleinfamilie. Eine Kleinfamilie ist für mich jetzt überspitzt ein Mann, 2 Kinder in einer Doppelhaushälfte wohnend. Großmutter sieht man an Weihnachten und an Ostern und am Geburtstag. Und das, glaube ich, ist veraltet. So, also, oder? Ja. Natürlich hier. Trauerspiel. Oh, Wahnsinn, ne? Man denkt, man könnte das gar niemals schaffen. Ich fange gar nicht damit an, Metaphern zu finden für dieses, was ich hier gerade mache zum Leben, aber es ist wirklich sehr verlockend. Aber das wäre wirklich zu platt. Es ist schon wieder hier und man weiß gar nicht, wo man weitermachen soll. Dann ist es erst vorne verknittert, dann ist es hinten. Da denke ich, es kann keinen Gott geben. Außer er ist so ein kleiner, dicker Nachbarsgott, der sich total freut, dass ich mich jetzt so ärgere. Ha. Wir wollen doch einen schönen Schaden haben, oder? Nach 4 Stunden Kampf mit diesen blöden Fäden habe ich es dann geschafft.
Und dann ist es wirklich schön, wenn man dann das hier machen kann. Das ist total toll. Dann sieht man doch sehr schnell, was man macht. So. Also es ist sehr schief. Also wenn man mal hier so guckt, so wäre es gerade. Und so ist es. Ich würde gerne, dass das so schief jetzt wird, aber ich weiß nicht genau, wie man das macht. Es ist schon sehr schief, aber mittlerweile ist es mit Absicht. Also ich könnte das nicht nur machen. Ich könnte ja nicht nur hier in so einem Haus wohnen und beben und Babys füttern. Da wären alle Adi Schwarzer sehr sauer auf mich. Wobei, vielleicht kann man das auch machen. Die neue Selbstbestimmung. Das macht Spaß. Macht schon Spaß. Nee. Man muss es ja machen, wenn man hier auf dem Land hockt, dann muss man ja was machen. Dann kann man ja nicht, man kann vielleicht 2 Tage in der Wiese sitzen und was lesen, aber man muss ja was machen. Jetzt muss es aufkochen. Ja. Aufkochen, 3 Minuten lang sprudeln, das wird eine Sauerei. Guck, das wird jetzt total überkochen. Dass man nicht zu flüssig ist. Schüssel, hast du denn nicht Erfahrung mit dem einen? Doch, wie lange habt ihr das denn jetzt kochen lassen? Die Sache ist, dass wir ein bisschen zu wenig Zucker verwendet haben. Schau mal, das ist flüssig, oder? Ja, du müsstest eine praktische Bierprobe machen. Das heißt, man tut auf einen kleinen Teller ein bisschen was raus, das erkaltet dann und wenn es dann kalt ist, wird es fest und dann könntest du es einfüllen. Aha. Das ist so diese, da sagt man Gelierprobe dazu. Das reicht schon. Jetzt kalt werden lassen einfach. Ja, was denn? Mhm. Ich glaube, meinst du, reicht's? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man wartet noch ein bisschen. Ja, das kommt mir hier schon ein bisschen einsam vor. Sind die sicher, dass hier der Krieg schon zu Ende ist überhaupt? Kann man hier überhaupt einkaufen? Das ist okay so. Weil wenn du jetzt noch mehr Zucker reintust und noch mehr aufkochst, dann ist es so hart, wenn es kalt ist, dass du also in Scheiben schneiden kannst, die Marmelade. Okay. Und jetzt hast du wieder was gelernt, gell? Ja, ich lerne hier nur. Oh, super. Die ganze Zeit am Lernen. Das sieht doch schon mal ganz toll aus. Ja, ich finde auch. Total. Mit dem Lappen ein bisschen sauber machen, weil das ist sonst, genau. Zeugen aussagen, brachten die Fahne auf die Spur der 6 Männer. 50 Elite-Polizisten durchsuchten die 2 Wohnungen in Geschäftsräumen. Nee, wir müssen die jetzt umdrehen, damit die unten ihr Luftpolster nicht bekommen. So. Hier noch, und hier wäre sonst die Luft drin. Das wollen wir ja nicht. Oh! Ist schon passiert. Das ist ja total schön, wie so eine Borte. Schön. Das ist ja raffiniert. Ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Ach, man muss das schon immer irgendwo aufhängen. Ja, genau, das ist der Trick. Das muss man aufhängen. Aha. Damit man es spannt. Toll, toll. Aber das Große. Aha. Schaut euch das an. Das ist echt ein Trauerspiel. Ups. Ja. Und das muss dann immer so ein bisschen hochgeschoben werden, genau. Oder nicht? Doch. Ach so, da muss ich ja durch, gell? Genau.
Und warum ist es jetzt schräg? Ich will nicht da so stehen. Nee, das glaube ich, das wäre mir zu langweilig. Bei mir müsste das ratzfatz hier durchgehen immer. Ich brauche einen Webstuhl. Würde ich dich auch schon mal gut zu mir machen, oder? Leonie, was meinst du, passt's? Ja. Schon, gell? Da drüber. Achsala, an der Küste vorbei. Ups. Vorführung jetzt. Ja, aber nur, wenn ihr auch selber macht. Nee, er möchte das ja nicht. Das ist ja cool, wenn man das auseinander macht, dann braucht man das nicht durchfädeln. Ne? Aber man kann jetzt auch nur gerade Stücke machen. Ne? Muster? Die, nur gerade. Oder kann man auch jetzt, wenn man jetzt einen Pullover haben will oder so. Wie lange braucht man dafür sowas? Also ich habe bis jetzt, glaube ich, 3 Stunden. Wie lange ist der denn? 3 Stunden bis jetzt. Schon, mindestens. Dann kaufen wir doch lieber einen Pullover. Ja. Wir basteln lieber an der Heizung weiter. Ja. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Ich fand das so eindrücklich, als er dem das Fell über die Ohren gezogen hat und davor hat er es so gestreichelt. Also er ist so gestreichelt und dann runter. 500 Gramm reife Tomaten haben wir. Petersilie haben wir aus dem Garten, Rosmarin auch, Salbei auch, Pinienkerne. Nee, Mandeln. Mandeln und Pistazien. Oh, aber da unten noch. Vielleicht. Sieht sehr schlecht aus. Sehr, sehr schlecht. Dann nehmen wir Mandeln. Kommt man doch in die Hölle, oder? Nein, kommt man nicht. Na gut. Medizin und die im ersten Jahr, glaube ich, verbringen die ihre meiste Zeit mit Toten, mit Leichen, die sind eingelegt zwar, aber dann müssen die so die Haut abziehen und irgendwelche Sachen suchen. Und ich frage die immer, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man die einfach nur als Leiche sieht, sondern auch wenn der keine Haut mehr hat, dann hieß der vielleicht mal Hans oder Irmgard und hat gern Schach gespielt oder sowas würde ich mir immer denken. Aber die sagen, nee, die denken dann nur, wo ist die Lungus, Mingulagus oder was die das alles heißt. Und die sehen gar nicht mehr den Menschen. Oh, das, nein, das kann ja gar nicht das Auge sein. Okay.
Also ich denke ja auch nicht bei diesem Kaninchen hier, dass das mal einen Kaninchenmann hatte und eine Kaninchenfamilie gründen wollte, in die Hasenschule gegangen ist oder so. Also es könnte sein, dass ich doch Vegetarier werde. Aber dann finde ich das vernünftig. Also erst ein Tier aus sowas machen und dann Vegetarier werden. Oh, das ist so brutal. Oh, nee. Ach du, das ist so. Und wir sehen auch so aus. Wahrscheinlich noch viel ekelhafter, weil so viel Gammel in uns drin ist. Und dann merkt man ja, dass man gerne Kinder haben möchte. Aber ich möchte natürlich nicht so hauptverantwortlich sein. Also habe ich mir nämlich gedacht, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man sich einen älteren Mann sucht, der auch okay ist. Und mit dem macht man dann nur ein Kind und man muss auch gar nicht so eine Beziehung mit dem haben oder so. Also doch eine freundschaftliche, platonische. Und hat halt das Kind und dann kann der sich schön drum kümmern und ich kann mich auch drum kümmern, aber muss nicht so richtig alles hinschmeißen. Und der würde dann nochmal ein Kind haben können. Ob es sowas gibt. Ich glaube, das könnte auch schön fürs Kind sein. Ist doch besser, Eltern, die sich gut verstehen. Obwohl sie nicht zusammen sind, als so komische, streitende. Also jetzt zu, Deckel, niedrig drehen und 45 Minuten köcheln lassen. Ja, wenn ich dann da so drüber nachdenke und denke, erst wow, das ist ein super Einfall. Und dann spreche ich das aus, dann fallen mir diese ganzen Haken auf. Also das hat ja mehr Haken als Nicht-Haken. Das kann gar nicht so funktionieren, aber... Vielleicht ist schon mal ein Anfang gemacht, weil man angefangen hat, darüber nachzudenken. Und dann wird es was anderes, aber... Ich glaube, man muss einfach dieses Ursprüngliche mehr überdenken und nicht so annehmen, weil das gibt viel, viel Ärger. Ich möchte ein Kaninchen. Bald wieder eine Situation, wo ich viele neue Leute kennenlerne, weil ich anfange zu studieren. Nochmal. Wo ich dann immer merke, wo ich so aufgeregt werde, ist diese Situation einfach, weil man weiß, da sind wie früher, da sind die neuen Kinder. Ja, dann diese Gespräche dann am Anfang immer, die ich eigentlich sehr schnell immer überspringen möchte, dass man dann so fragt, wer bist du und wie heißt du und wo kommst du her und was hast du gemacht? Ah, interessant. Ja, da habe ich auch eine Tante. Ich war auch schon mal am Bodensee und habe das und das gemacht. Und dann versucht man so fast manchmal krampfhaft so Gemeinsamkeiten zu finden, um dann weitergehen zu können. Also ich habe kurzzeitig ja gedacht, dass ich Illustratorin werden möchte. Weil ich immer sofort, wenn ich eine Sache mal mache, dann denke, das könnte ich ja auch machen. Und ich habe ja auch gedacht, ich werde mal Konditorin, obwohl ich fast nie Kuchen backe. Aber ich habe ja auch gedacht, dass das mal eine gute Idee wäre. Schreiner.
Aber meine Generation ist ja so, würde ich jetzt mal so sagen, dass man, dass der Job so wichtig ist, dass man nicht irgendwas Bedeutungsloses machen kann, sondern dass man durch seinen Job eigentlich das machen muss, was man liebt. Ja, und ich habe das Gefühl, wir haben den Druck, dass wir was Kreatives machen müssen. Dass wir uns tatsächlich durch Bild, Wort, Ton ausdrücken müssen. Also der Wunsch, die Sehnsucht ist irgendwie bei allen da. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich hab's ja auch. Also der Schal ist jetzt potenzieller Gesprächsbringer, wenn ich jetzt studiere und dann hänge ich mir den einfach so möglichst locker irgendwie so rum, muss ich natürlich nochmal vom Spiegel üben und sehr schon sehr auffällig. Und dann, wenn man dann zusammensteht und man weiß nicht, was man sagen kann, dann spiele ich so mit dem Schal rum und dann kommt hoffentlich jemand und sagt, das ist ja ein interessanter Schal. Was hast du, wo hast du den denn her? Und dann kann ich sagen, ja, weißt du, ich war in der Uckermark und da haben wir so voll Interessante gemacht, so was ganz Neues, so ein Web-Workshop, und das wollen wir jetzt auch ganz groß aufziehen, weil es super ankommt bei den Leuten. Und dann waren wir da draußen und haben gewebt und haben auch noch so andere Sachen gemacht. Wir haben so echtes Gemüse haben wir gepflückt und ein Kaninchen haben wir geschlachtet. Und dann sagt der andere so, ach echt, ja, so autarkmäßig, das finde ich auch voll interessant und wollte ich auch schon immer machen. Und so, dieser ganze Konsum ist ja auch ganz schrecklich. Und dann sage ich, ja, Konsum ist total scheiße. Deswegen meine Freundin, also eine super gute Freundin, die ich da besucht habe, die hatte auch gar keinen Bock mehr drauf. Und zusammen machen wir jetzt so was Richtiges. Zurück zur Natur. Und dann denken die entweder, oh Gott, was für eine Tussi. Oder ich kann sie blenden damit und dann können wir Freunde werden. Da habe ich mir das gedacht mit dem Schal.